Wir bauen im Grunde einen Tunnel über einem Tunnel, wo dann die beiden Strecken aneinander vorbeiziehen. Fünf Spuren nebeneinander. So wird mit hohem Druck Zement in die Erde reingedrückt, der Boden somit verbessert und dicht gemacht. Der ist wendig und klein und gerade hier im Tunnelbereich enorm wichtig. Jetzt geht's an die Lost Place Tour. Jetzt werden wir uns nämlich den vergessenen U-Bahn-Waggon von Hamburg angucken. So, Freunde, ich bin heute mal wieder für euch unterwegs im Auftrag der Kollegen von Zeppelin Rental on the job. Und zwar im schönen Hamburg. Auf Matrosen, wohin? Ich gucke mir heute mal mit euch den Bau einer U-Bahn an. Die U4 wird nämlich ausgebaut in offener Bauweise, wie man sieht. Da wird ein großer Graben gemacht, dann wird der Tunnel betoniert. Und das macht die BEMO Tunneling GmbH. Das sind Spezialisten im Tunnelbau. Die haben auch sicherlich schon die ein oder andere U-Bahn gebaut. Hier ist Baubüro. Oberbauleiter wartet schon auf mich. Und den suchen wir jetzt mal. Ja, Brockschmidt. Ich hatte mich für das U-Bahn-Bau-Tutorial angemeldet. Moin. Moin. André. Sigrid Wiesmel. Hallo. Ihr baut U-Bahn? Wir bauen U-Bahn. Das gucken wir uns heute mal an. Und damit wir uns auch besser verstehen, kriegst du direkt mal ein Mikro. Erzähl mal jetzt, was ihr macht. U-Bahn U4. Jawohl. In Hamburg. Wie viele U-Bahn-Linien hat Hamburg insgesamt? Es gibt die U-Bahn-Linie 1, die 2, die 3 und die 4. Bisher fuhren ja U2 und U4 zusammen auf einer Strecke. Und hier an der Horner Rennbahn werden die jetzt zukünftig getrennt und fahren dann halt auf ihrem eigenen Gleis in verschiedene Richtungen weiter. Hast du da irgendwo einen Plan oder so? Ja, im Besprechungsraum können wir dann mal schauen. Ja, dann mal los. Das ist ja auch eine ganz schön ordentliche Containeranlage, ne? Ja, hier sitzen etliche Leute halt vom verschiedensten Fach. Also die Poliere sitzen hier, die Bauleiter sind hier. Der Weihnachtsmann war da. Der Weihnachtsmann ist da. Genau. Wir haben hier Kollegen, die sind zuständig für den Ingenieurbau, so wie ich an der Stelle zum Beispiel. Wir haben Kollegen, die sind zuständig für den Spezialtiefbau, alles was im Grund, im Baugrund passiert. Dann haben wir noch Kollegen, die sind speziell nur für die Wasserhaltung zuständig. Also, dass die ganzen Brunnen und Pumpen hier laufen, damit wir hier nicht auf gut Deutsch absaufen, wenn wir eine Baugrube erstellen. Dann haben wir Kollegen Elektriker, wir haben Mechaniker, Maschinisten. Es ist hier auf dieser Baustelle wirklich alles dabei, was man sich so denken kann. Du denkst an Tunnelbau, aber dann denkst du ja, was du gerade sagtest, zum Beispiel Elektrik. Ja. Habe ich jetzt gar nicht so, weil Elektrik, denke ich, ein Elektriker ist irgendwo im Rohbau irgendwie, naja, Haus, Wohnbau, irgendwas. Wie du schon selber sagtest, wir haben ja hier jede Menge verschiedene Gewerke und die brauchen ja auch Strom für ihre ganzen Geräte. Ob das jetzt der Bauarbeiter mit seiner Handkreissäge ist, mit Bohrmaschine oder eben halt auch Stromverteilungskästen. Wirklich alles gesammelt läuft dann halt auch über unsere Elektriker und die sind dafür zuständig, dass hier jeder an jedem Ort, wo er es gerade benötigt, Strom hat. Ich sehe auch einen Hochbaukran, Turmdrehkran. Richtig. Hier. Und da mal ein kleiner Tipp in eigener Sache. Ich war ja mit Zeppelin Rental schon mal in Hamburg, auch auf einer Baustelle. Und da ging es gerade um das Thema Energieversorgung, die ganzen Stromverteilungen. Versorgung der Hochbaukräne. Super interessant, blenden wir auch gerade noch mal oben ein. Aber wir gehen ja jetzt hier nicht unbedingt in die Höhe, aber ein Kran ist trotzdem da für die ganze Materiallogistik. Richtig. Der bedient hauptsächlich jetzt unsere Rohbauer, also den Schalungsbau und die Eisenflechter, die dann natürlich direkt dort vor Ort, wo sie gerade arbeiten, in dem Bereich ihre Eisen hingezogen bekommen. Also alles, was wir an Material im Tunnel oder um den Tunnel herum brauchen, wird mit den Hochbaukränen bedient. Darüber hinaus aber halt auch mit anderen Hebefahrzeugen, wie zum Beispiel Hebegeräte wie ein Merlo und so weiter. Autokräne haben wir ja auch tagtäglich manchmal. Ich habe es irgendwo Leuten hören, dass wir heute uns auch mal einen elektrischen Merlo angucken. Ja, weil richtig. Tunnelbau, Emissionen, Abgase will man nicht so haben. Aber lass mal zurück auf den Plan hier kommen. Hier jetzt dargestellt ist der erste und zweite Bauabschnitt. Der erste Bauabschnitt, das ist im Grunde die neue Haltestelle Horner Rennbahn mit den Anschlussbauwerken jeweils im Westen und hier im Osten. Und hier in der Mitte ist dann noch das sogenannte Kreuzungsbauwerk. Darüber wird dann später die U2 bzw. die U4 stadtauswärts dann ausgefädelt oder stadteinwärts wieder eingefädelt. Und würde ab dem Kreuzungsbauwerk geht es dann in den zweiten Bauabschnitt weiter. Das ist ein Stück Tunnel, der wird komplett neu gebaut. Da gibt es noch gar nichts. Auch zwei neue Haltestellen werden errichtet. Während wir hier im ersten Bauabschnitt quasi alte Haltestelle und einen Bypass oder Neubauhaltestelle quasi vereinen. Wir bauen im Grunde einen Tunnel über einem Tunnel, wo dann quasi
die beiden Strecken aneinander vorbeiziehen können. Ich glaube, man ahnt mit dem kurzen Gespräch schon, was da für eine Komplexität hinter ist. Ich kriege schon Knoten im Kopf, wenn ich mal zu Hause irgendwo 10 Steckdosen irgendwie neu verdrahten muss. Und das ist hier ein bisschen mehr als 10 Steckdosen. Das ist ein wenig mehr, ja. Und bedarf auch jeder Menge Logistik und Organisation. Und man muss auch gucken, was baue ich zuerst, damit ich eigentlich das am Ende hinkriege, was ich eigentlich bauen will. Ich kenne so Ablaufpläne auch, die einfach so ein bisschen so wie Balkendiagramme, wo man die einzelnen Gewerke und so weiter... Ja. Aber hier sehe ich irgendwie Linien, Kästen. Genau. Bunt gemalt. Ne? Wie lange brauchen wir? Wie viele Jahre brauchen wir, bis man da durchsteigt? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch lange für gebraucht. Aber wenn man es mal verstanden hat und entwirrt hat, ist es eigentlich ganz simpel. Erzähl. Früher, Balkenpläne waren früher, sage ich jetzt mal. Heute macht man sogenannte Wegzeitdiagramme, wo man vieles in Abhängigkeit bringt. Also sämtliche Arbeiten, sämtliche Handgriffe. Man kann teilweise auch die Arbeitsrichtung hier darstellen, also sprich von in dem Fall hier jetzt von Westen nach Osten, mit der Zeitabhängigkeit, wie lange dauert eine Arbeit, dann direkt anknüpfen die nächsten Gewerke oder Handgriffe oder Handwerker, wie man so will. Und so greift halt alles ineinander. Denkt immer dran, wenn ihr einfach euch den nächsten Ticket für die U-Bahn zieht und euch ärgert, dass das vielleicht 2,40 Euro oder was kostet, was da alles an Know-how und Arbeit und Organisation hintersteckt. Es ist immer wieder faszinierend, finde ich, bei diesen scheinbar einfachen Dingen. Und dann geht auf einmal so eine Schublade auf mit sowas. So ist es. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Ganze mal vor Ort an, weil Praxis ist doch immer am schönsten. So, Freunde, jetzt sind wir hier am Tunnel. Und das hier ist der Nico von Zeppelin Rental. Du bist dafür verantwortlich, dass hier auch so ein paar Geräte von euch stehen. 20 Tonnen Kettenbagger, also schon, ich sag mal, für einen Tunnelbau jetzt ordentlich, ne? Oh. Weil die habt ihr mit dem Kran runtergelassen, oder? Richtig, so muss das passieren, weil anders kommen wir ja hier auch gar nicht mehr rein, wie man sieht hier im Hintergrund. Ja gut, du könntest auch fix über die Kante fahren, ne? Aber ja, dann haben wir nicht mehr viel von dem Gerät. Und wir haben hier einen Elektroteleskopstapler stehen im Einsatz. Wo ist der gerade aktuell? Zurzeit ist der im Kreuzungsbauwerk. Also einige hundert Meter von uns entfernt in die Richtung. Weil ihr müsst jetzt mal gucken, wir sind hier nämlich quasi am Anfangspunkt. Hier hast du die Decke vom Tunnel und das ist jetzt kein ganz frischer Beton. Und der da Beton ist jetzt. Ist 60 Jahre alt. 60 Jahre alt? 60 Jahre alt, genau. Krass. So alt ist dieses Stück Tunnel hier jetzt. Jetzt haben wir ja offene Bauweise. Das heißt, wir holen einen Bagger, machen einen Graben und irgendwann machen wir auch einen Tunnel in den Graben rein. So ist es. Ja. So. Wir machen ja heute U-Bahn-Bau-Tutorial. Genau. Jetzt ist ja die Frage, wann mache ich denn offene Bauweise und wann schicke ich so eine Tunnelbohrmaschine in die Erde? Tatsächlich ist es unterschiedlich. Also das hat natürlich auch einen Kostenhintergrund, was günstiger ist. Offen ist günstiger? Teilweise ja, manchmal auch nicht unbedingt. Dann ist es einfach vielleicht mal schneller als mit dem Tunnelvortrieb. Oder es hat dann halt den Hintergrund, dass es halt logistisch nicht anders machbar ist. Oder eben man muss unter Gebäuden unterdurch. Dann macht natürlich ein Tunnelvortrieb Sinn. Mir kommt gerade in den Sinn, wir haben ja auf Baufunk 24 auch ein Baufilmarchiv mit alten historischen Baufilmen. Und da gibt es einen Film aus den Anfang 60er Jahre, Ende 50er glaube ich, wie die in Köln U-Bahn-Bau machen. Und da haben die das auch in offener Bauweise gemacht. Und da habe ich mich gefragt, heutzutage wäre wahrscheinlich so viel Alarm oben drüber, dass die wahrscheinlich nicht die halbe Stadt aufreißen können. Ne? Und wenn du jetzt hier guckst, hier ist ja zumindest keine Bebauung. Das heißt, das macht es überhaupt möglich erst. Das macht es an dieser Stelle möglich tatsächlich, ja. Das ist ja eine U-Bahn von vor 60 Jahren gebaut. Man muss sich vorstellen, da standen viele Gebäude hier auch noch nicht. Und da war es natürlich viel einfacher, dann mal einfach einen Baugraben aufzumachen und dann einen Tunnel da hineinzubauen und das dann wieder zu verschließen. An dieser Stelle war es halt auch möglich, halt, da die Bebauung halt das hergegeben hat. Ja. Also in Tokio oder New York City? Wäre das schwieriger. Eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Unwahrscheinlich. Wie tief geht das jetzt hier? Also wir haben hier ungefähr 10 bis 12 Meter Tiefen hier. Das ist mal unterschiedlich, je nachdem wie das Gelände verläuft. Und der Tunnel als solches ist bis zu 6 Meter hoch. Und breit, so dass zwei Gleise nebeneinander parallel verlaufen. Genau, also wir haben auch engere Bereiche, die sind weiter dort in die Richtung. Da ist der Tunnel dann nur eingleisig
Wir haben aber auch noch breitere, die sehen wir vielleicht nachher im Kreuzungsbauwerk. Da sind es dann teilweise bis zu 4-5 Spuren, die dann in einer Tunnelröhre quasi aneinander. 5 Spuren nebeneinander? Ja, mit Abstellgleisen und so weiter. Das finde ich jetzt schon relativ spannend, wenn wir jetzt in der U4 rumlaufen, wo in ein paar Jahren keiner mehr rumlaufen wird. Und dann weißt du, guck mal, ich weiß, da sind jetzt hier noch zwei Gleise nebenan, kennt aber keiner. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Spaziergang durch den gesperrten Elbtunnel nachts. Verlinke ich euch auch mal gerade. Das war auch sehr, sehr spannend abgefahren. Wie man sieht, sieht man nichts. Ich bin wirklich völlig alleine hier. Da habe ich auch mal geguckt, was hinter diesen vielen Türen ist im Tunnel. Jetzt sieht man aber hier schon, da habe ich die Sohle des Tunnels. Richtig. So, da ist schon Schotter, da ist schon Gleisbett. Genau. Das heißt, während ihr da hier noch den Tunnel baut, ist hier schon parallel Gleisbau richtig am Start. So ist es. Also das ist halt deswegen auch teilweise mit den Fertigteilen, damit wir schneller fertig sind. Die Fertigteile können wir hier auch auflegen. Während des Auflegens darf darunter natürlich keiner arbeiten, das ist klar. Aber sobald die Fertigteile aufgelegt sind, kann darunter natürlich dann schon der Gleisbau beginnen. Und wir arbeiten dann quasi unsere Sachen dann oben drüber ab. Krass. Hier wohnen Leute und hier wird mal eben die U-Bahn gebaut. Ja, das ist bemerkenswert. Ne? Wir haben ja auch vorher Zustandsfeststellung gemacht und quasi Beweisführung gemacht an den Gebäuden. Damit ihr seht, okay, das Gebäude hat jetzt keine Risse oder nicht. Oder sowas? Ja, okay. Genau. Und wir haben auch Monitoring an den Gebäuden, um während der Bauphase zu verfolgen, tut sich da etwas. Würdest du sagen, das ist so eines deiner aufregendsten und spannendsten Projekte bisher? Ja, doch, kann ich schon sagen. Das Spannendste an dieser Baustelle ist ja auch wirklich, dass wir hier wirklich alles hatten. Also alle möglichen Gewerke. Das fängt an damit bei den ersten Baugruben, dass wir da teilweise sogar Unterwassertaucher im Einsatz hatten. Das war auch für mich dann das erste Erlebnis oder die erste Begegnung mal mit so einem richtigen Taucher, der dann unter Wasser Beton macht und so weiter. Also das ist schon spannend, wenn man wirklich die Vielfältigkeit des Bauwesens halt erlebt auf einer Baustelle. Kann ja auch Stress bedeuten. Ja, das bedeutet auch Stress und das ist manchmal auch anstrengend und es gibt dann auch Tage, dann ist man froh, wenn man dann mal zu Hause ist. Wenn man dann sieht, was man mit den ganzen Kollegen hier alles erreicht hat und bewirkt hat und was da entstanden ist, dann geht man schon mit so einem leichten Grinsen nach Hause. Das war bei mir früher auf dem Bau auch so. Du hast halt dein Team und alle ziehen im Optimalfall auch an einem Strang, ja. Haben so die Mission. Ne? Ja, genau. Und das ist genau das. Du gehst dann abends nach Hause, genau. Bist zwar kaputt, aber glücklich. Der Erfolg ist halt, dieses Bauwerk fertigzustellen und das Ergebnis spricht für sich, denke ich. Und ich glaube, das können auch alle bestätigen, die auf dem Bau arbeiten. Ne? Die Jungs haben immer das Herz am rechten Fleck und sind hart, aber herzlich. Ne? Es herrscht schon mal ein rauer Ton. Du schwingst dir sofort den Kran darüber, oder ich hau dir aus der Kanzel raus. Aber das ist eigentlich nie böse gemeint. Absolut nicht, ja? Nein. Also da wird auch mal ausgeteilt, das muss auch mal sein. Und zum Feierabend verträgt man sich wieder und dann war's das auch. Jetzt gehen wir hier gerade runter. Jawohl. Das ist die Neubauhaltestelle hier, die wir errichtet haben. Hier kommt noch eine Rolltreppe hin. Kannst du jetzt als Rutsche benutzen. Genau, bis jetzt ja. Hier kommt dann später der Fahrstuhl hin. Ihr habt jetzt schon so einen Bauaufzug da oder was ist das? Nee, das ist ein Lastenaufzug für das Material und so weiter und so fort. Was ist das jetzt hier? Das sind Schellen oder Klemmen für die ganzen Elektrokabel. Brandmelder, okay. Elektro, Licht. Also das bleibt da, das ist nicht temporär? Genau, das wird dann noch abgedeckt mit einer Zwischendecke. Genau. So, und das ist hier quasi jetzt die Kante mit der Haltestelle und hier geht es in die Technikräume noch. Wo ist denn das Gleis? Das Gleis wird dann hinter uns jetzt. Also vor der Wand vor ist der dann Wand. Schon der Zug. Genau. Und hier sind Technikräume, das heißt, hier wird ein Tor sein, da kommen die Fahrgäste, hier kommt man nicht rein. Hier kommt man als Normalsterblicher nicht rein, da kommen dann nur Techniker von der Hochbahn rein. Die haben dann da ihre Kabel, Elektroverteilung, irgendwelche Videoschaltschränke und was es da alles noch an Technik gibt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Hier ist auch so ein doppelter Boden. Für auch Leitungen. Für Leitungen, die dann quasi unten drunter verschwinden, damit sie hier nicht mitten im Weg dann verlegt werden müssen. Ja. Und hier hast du auch mal so eine Vorwandkonstruktion? Genau, das ist eine Vorwand. Da kommen dann irgendwelche, weiß nicht, LEDs oder Infotafeln oder wie auch immer. Also alles, was wir jetzt hier an Ausrüstung sehen, ist quasi im Hoheitsgebiet der Hochbahn. Da haben wir jetzt quasi gar nicht mehr viel zu tun. Wir haben wirklich klassisch nur den Rohbau errichtet. Ja, hier stehen wir jetzt an der Fahrbahnkante. Hier würde dann jetzt die U-Bahn einfahren und man würde als Gast dann einsteigen. Kannst du zeitlich irgendwo beschreiben, von gar nichts
bis Status jetzt, wie lange man hier gebraucht hat für das, wo wir jetzt stehen? Für die Haltestelle haben wir ein gutes Jahr, dreiviertel Jahr benötigt. Und für die Tunnel, sagen wir mal, ebenfalls genauso, auch nochmal so ein Zeitraum von einem Jahr. Aber war schon sportlich, sage ich mal. Wir bleiben hier unten und gehen mal durch den Tunnel. Und dann gehen wir über den Rettungsweg bis ins Kreuzungsbauwerk vor. Und dann sehen wir auch den Elektromerlo, den wir ja noch mal uns anschauen wollen. Da ist jetzt Haltestelle. Und wir sind jetzt schon da, wo du eigentlich nicht hin darfst, wenn hier Betrieb ist. Also das wird hier später nicht mehr zugänglich sein. Ich glaube, das wird dann auch kein anderer mehr zu Gesicht bekommen. Und hier hast du eine Weiche, weil da wird das ausgefädelt, oder? Also hier wird das ausgefädelt. Man muss sich vorstellen, aus dem Westen, also aus der Richtung dort, kommt dann die U2 und die U4 quasi stadtauswärts fahrend und wird dann hier getrennt. Die U4 fährt dann weiter nach links Richtung neue Gleisbaustrecke und die U2 fährt dann weiter nach rechts ab, stadtauswärts. Und dasselbe wird es dann auf der anderen Seite geben, statt einwärts. Und das bauen wir jetzt gerade, das ist das Kreuzungsbauwerk, das ist dann vor uns, da gehen wir jetzt hin. Wir haben hier sogar einen alten Zug befunden, tatsächlich. Ein Zugbefund? Also ein Stück U-Bahn quasi, der war hier versteckt mehr oder weniger. Das ist aus nostalgischen Gründen, wurde der hier im alten U-Bahn-Schacht quasi geparkt. Keiner konnte sich erinnern, dass der hier mal eingelagert worden ist. Nee. Doch. Und der steht ja jetzt immer der noch? Der steht dann noch immer noch, ja. Boah, da würde ich sagen, gucken wir uns den noch an. So, und hier, das ist halt diese Weiche, von der ich gerade sprach, wo hier dann die Fahrtrichtungen getrennt werden halt. Das ist ja auch echt mal abgefahren, ne? Ich meine, für dich ist der Job, aber dass ich jetzt mal in einem U-Bahn-Tunnel rumlaufe. Guck mal, wie ruhig das auf einmal auch ist, ne? Ja, ne? Na ja, gut, hier wird auch kaum noch gearbeitet auf diesem Teilstück. Hier ist eigentlich alles fertiggestellt. Das hat ja was von Archäologie zu tun. Ja, das stimmt. Du bist hier, und du gräbst ja wirklich erstmal diesen alten Tunnel wieder aus. Ja, ja, genau. Baust dann da was an. Der ganze Aushub. Ja. Das ist ja jetzt nicht mal 2-3 Kubikmeter. Nee, das sind etliche Kubikmeter. Wie hast du das denn alles gehandelt? Weil du bist ja immer noch hier in der Stadt. Eben, das ist ja die logistische Herausforderung gewesen, das halt immer so einzuplanen, den Aushub auch direkt abzufahren oder eben halt auf Lagerflächen, die wir hier tatsächlich teilweise angrenzend haben. Hier an der Rohrner Rennbahn haben wir noch quasi BE-Flächen, die wir dann als Lagerfläche nutzen. Dort ist dann teilweise auch Boden hingekommen. BE-Fläche heißt? Baustelleneinrichtung. Okay. Dort wurden die dann teilweise noch separiert, weil die auch durchmischt waren. Dann hat man auch geschaut, wo kann ich denn als nächstes wieder diesen Boden einfüllen, sodass der gar nicht erst anfällt als Lagermaterial. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen halt, hier kommt jetzt der Tunnel aus Richtung Bahnhof, würde jetzt quasi hier durchfahren. Dort, wo jetzt noch die Wand ist, würde es dann in den zweiten Bauabschnitt gehen. Das kommt dann ja noch. Die U-Bahn fährt dann quasi in diesen Tunnel, der hier jetzt so hergestellt wird, in diesem Schlauch dort weiter Richtung Mansardstraße. Und wir bauen jetzt hier den Tunnel fertig. Und oben der Deckel ist gleichzeitig die Sohle für den Tunnel, den wir dann hier oben drüber ziehen. Und dann quasi die Neubauhaltestelle und alte Haltestelle mit dem alten Tunnel wieder verbinden. Und so fahren wir dann übereinander. Also hier bin ich dann zweigeschossig. Genau, hier haben wir dann zweigeschossig. Diese ganzen Wände, Betonwände, die wir um uns herum sehen, das ist quasi der Baugrundverbau, den wir jetzt. Das habt ihr mit Schlitzwandgreifern gemacht. Genau, mit einer Kassette in dem Fall, genau. Und haben dann quasi Schlitzwände gesetzt. Und im Schutze dieser Schlitzwand, wir haben dann auch überall noch Aussteifungen gehabt. Man sieht halt überall noch diese Litzen rausgucken. Das sind alles Verankerungen, mit der die Schlitzwand quasi gehalten ist, damit die nicht in sich zusammenfällt. Und das ist eben das Thema Spezialtiefbau. Und wenn ihr mal Richtig. Mit Leuten sprecht, die jetzt zum Beispiel so eine Schlitzwandfräse oder sowas bedienen, die sind auch echte Nerds und Profis in ihrem Segment. Und die ich kenne, die lieben auch ihren Job total. Das denke ich auch. Die sind quasi mit dem Gerät verheiratet. Absolut. Das ist quasi das Wasser, was aus den Pumpen kommt. Das sammeln wir hier in dem Container. Dann sammelt sich der Sand, setzt sich ab. Genau, und dann können wir das Wasser wieder abschöpfen und den Sand quasi dann rausfördern. Ach, guck mal, das sehe ich doch, das habe ich doch schon gerochen. In 3035 als E-Version, aber E ist nicht Elektro, sondern ist bei CAT die E-Serie, also die Generation. Schönes Gerät. So, hier hast du einen elektrischen Merlo, elektrischen Teleskopstapler. Den habt ihr
angemietet auch von Zeppelin Rental? Den haben wir hier angemietet für diverse Arbeiten, weil es halt zum einen umständlich war, die Lasten von Hand zu spazieren zu tragen, aber halt auch, weil gerade die Besonderheit an dem Gerät ist, der ist wendig und klein und gerade hier im Tunnelbereich enorm wichtig für unsere Arbeiten, weil was Großes passiert auch nicht unbedingt immer rein. Und dann haben wir auch noch das andere Problem gehabt, das mit den Abgasen zu kämpfen und daher so ein E-Merlo, der natürlich dann abgasfrei ist. Tatsächlich haben wir den hier benutzt, um diese Stahlträger aufzustellen. Ja. Das ist nämlich die Unterstützung für die Fertigteile. Ohne diese Unterstützung hätten wir oben das restliche an Ortbeton nicht aufbetonieren können. Und dafür haben wir den verwendet, um quasi die Stahlträger jetzt hier hochzuhieven und an den Fertigteilen quasi anzubringen. Das ist eine temporäre Sache, die werden wieder zurückgebaut. Sobald oben die Decke ausgehärtet ist, können die dann wieder entfernt werden. Und dann ist das hier quasi freitragend. Da ist der neue Tunnel. Das sind aber nur ein paar Meter, die reingehen, weil da vorne ist direkt der Rewe. Und wenn die Jungs hier nicht aufpassen, dann fallen mal im Rewe die Bratwürstchen, das hat Tiefkühlung, raus. Nein! Da haben wir den 303. Und was macht der? Der füllt gerade auf dem fertigen Stück Tunnel, der da jetzt hergestellt worden ist, oben quasi schon die Erde auf. Stellt die Böschung wieder her und füllt quasi dieses Loch, was wir da jetzt sehen, oberhalb vom Tunnel auf. Der Tunnel ist ja noch gar nicht fertig. Warum füllt er denn jetzt schon auf? Warum wartet man nicht, bis der Tunnel fertig ist? Damit wir umso schneller quasi nach oben hin die Flächen wieder zurückgewinnen können, um zum Beispiel auch diese große Böschung, die wir da sehen, um die dann quasi zu entschärfen und dort auch den Fahrverkehr, weil dort oben, das, was da alles abgesperrt ist, das ist auch teilweise Baustraße, damit wir das halt wieder breiter, großräumiger nutzen können. Dann hast du weniger Beeinträchtigungen jetzt schon. Genau, genau. Also alles, was man schon fertig machen kann, machen wir fertig. Also das ist hier auch so ein läufiger Spruch, was man hat, hat man. Oder haben ist besser als brauchen. Oder so. Hier kriegst du echt einen Eindruck von der Komplexität, weil du siehst die Abgänge. Und hier ist es ja zweigeschossig. Das heißt, wir sind doch hier noch tiefer als da drüben? Ja, auf jeden Fall, klar. Wir sind über wie viele Meter reden wir? Das sind hier gute 25 Meter. 25 Meter? Genau. Um das Baufeld hier freizukriegen, damit wir hier überhaupt uns so ausbreiten konnten, mussten wir dann drüben da die Parkgarage auch noch einkürzen. Um dann unten drunter zu arbeiten, weil das sind ja maximal nur 2 Meter, hat uns dann der Merlo zum Beispiel auch geholfen, weil der eben so schön flach ist. Da haben wir dann halt mit dem auch unten drunter schön arbeiten können, um unsere Materialien durch die Gegend zu schieben und zu fahren. So, jetzt haben wir noch einen Kollegen dabei. Das ist der Jan und der begleitet euch jetzt in den zweiten Bauabschnitt. Denn das ist auch ein bisschen abgefahren auf dieser Baustelle, was ich so auch selten bis gar nicht hatte, dass du ein riesen Bauprojekt hast und dann hast du auf einmal 2 verantwortliche Bauleiter für Abschnitt 1 und Abschnitt 2. Abschnitt 2, genau. Der ist ein bisschen größer, der Abschnitt 2, ein bisschen länger. 2 Stationen, 1,8 Kilometer Tunnel, Pi mal Daumen. Alles in offener Bauweise. Das heißt, aktuell sind wir in der Situation, dass wir die Baugruben herstellen, wie wir sie schon bei A1 schon gesehen haben. Nur eben über 1,8 Kilometer. Das heißt, einmal komplett die Straße aufreißen, alles reinbauen und dann wieder zumachen. Dafür haben wir bis 2026 Zeit. Ich würde sagen, gehen wir gleich mal rüber und schauen uns die Spezialtiefbauarbeiten an. Schlitzwand, HDI-Arbeiten. Genau, weil noch haben wir ein bisschen Licht. Genau. Es wird nämlich früh dunkel heute. Auf jeden Fall. Tunnelbau macht man, damit möglichst wenig Behinderung an der Oberfläche ist. Das ist aber bei so einem relativ kurzen Stück dann eigentlich nur in offener Bauweise möglich, weil wir uns ja komplett im Grundwasser bewegen. Du kannst natürlich auch einen Tunnel im Grundwasser bauen, da musst du aber unter Druckluft bauen. So beispielsweise wie der erste Elbtunnel gebaut wurde. Die gesamten Erfahrungen, die man heutzutage hat im Tunnelbau, sind hier in Hamburg eigentlich beim ersten Elbtunnel gemacht worden. So, jetzt müssen wir hier einmal über die Straße rüber. Das ist ja auch das, was so eine Infrastrukturmaßnahme innerhalb einer schon existierenden Stadt immer mit sich bringt, ist einmal den Verkehr um das Baufeld herumbringen. Du sagtest jetzt relativ kurzes Stück. 1,8 Kilometer ungefähr. Man liest da auch immer hier mit TVM, das heißt mit einer Tunnelbohrmaschine irgendwo durch. Dafür ist das zu klein. Wieder zu kurz, weil dann die Investition für einen Kauf etc. Eine Tunnelbohrmaschine wird ja für das Projekt gebaut, ne? Die wird für das Projekt gebaut, richtig, genau. Das ist jetzt hier eben nicht so, weil alles in offener Bauweise ist. Ne? Ich muss eine Baugrube herstellen. Das ist hier in Schlitzwandbauweise.
Und dann abhängig davon, ob der Boden sandig ist, weil mir dann das Grundwasser in die Baugrube von unten reinläuft, den Boden verbessern. Das heißt, ich muss ihn abdichten und das wird hier mit einer Düsenstrahlverfahren gemacht. Das heißt, da wird mit hohem Druck Zement in die Erde reingedrückt, der Boden somit verbessert und dicht gemacht. Weil wir beim Ausheben dann ja irgendwann unter dem Grundwasserspiegel sind. Okay, ja. Aber das ist halt wirklich eine Sohle quasi. Das und ist wie eine Soli, die sehe ich nicht. Okay. Ja. Das sind hier so diese Baubereiche. Und was man eben jetzt relativ schön sehen, ein ziemlich kleines Baufeld. Hier haben wir die Stützwände schon hergestellt, sind am Ausheben, damit wir in diese Phase reinkommen, wo wir diese DSV-Sohle herstellen. Ne, diese Hochdruck-Induktionssohle, den Zement in die Erde reinpressen. Den macht man meistens von einer bisschen tieferen Ebene aus, weil da relativ viel Rücklauf ist an Zementsuspensionen, die ich auffangen muss. Ansonsten, wenn ich das von der Geländeoberkante aus machen würde, würde mir das auf die Straße laufen. Hier sieht man jetzt, glaube ich, auch das, was wir vorhin besprochen haben, ja. Nämlich den Anspruch an die ganze Logistik mit dem Aushub. So ist es. Du bist mitten hier im Bestand. Du hast ja genau. Riesenflächen, wo du direkt den Aushub lagern kannst. Genau, du kannst den Aushub nicht lagern. Bestandsbebauung nebendran, ne, was wir jetzt da sehen, ist zwar ein Gerüst, aber dann denkt man, da sind Arbeiten an dem Gebäude dran. Nein, ist es nicht. Das ist der Fluchtweg, der aufrechterhalten werden muss. Wie Fluchtweg? Fluchtweg von dem Gebäude. Das ist ein Gerüst beispielsweise nur für das Gebäude, damit die in dem Fall, da ist ein Brand, die Leute sicher entflüchten können. Ich hätte jetzt im ersten Moment gedacht, das wäre irgendwie einfach hinter Plane, damit hier kein Schmutz oder sowas an das Gebäude kommt. Das natürlich auch noch. Was man natürlich leider jetzt nicht sieht, ist beispielsweise diese Fläche hier. Da standen die ganzen Silos, die man benötigt, um das Bentonit anzumischen für die Schlitzwandherstellung. Ist ja auch was du lokal hier, das lässt ja nicht anliefern, das machst du vor Ort. Nee, das machst du vor Ort. Schlitzwand ist eine Betonwand, Stahlbetonwand, die ich in der Erde herstelle. Einen Schlitz tief aufmache und ich will ja nicht, dass mir das Erdreich dann in den Schlitz reinfällt. Deswegen brauche ich ein Material, Bentonit, was die Eigenschaft hat, mir den Aushub, den ich da mache, zu stützen. Dann fällt der mir nicht rein. Das ist jetzt natürlich Baufeld echt schon lang, ne? Das ist lang, also richtig, ne? Zu Fuß zumindest. Da weiß man auch, warum man jetzt eine U-Bahn herbaut. Ja. Was wir natürlich auch haben, ne, ist die gesamte Versorgungsleitung, die ich drin habe. Die müssen raus. Ne? Was ich jetzt hier sehe, was mir rausfischt, hier sind irgendwelche alten Schächte. Oder ich habe noch irgendwelche Leitungen drin, die weggebohrt werden müssen mit einer Drehbohranlage, mit der ich auch beispielsweise Bohrpfähle herstelle. Damit ich die Trasse für den Schlitzwandgreifer frei habe. Ihr habt ja auch Pläne, ihr wisst ja, was hier liegt. Ja, genau, im Regelfall richtig. Stimmt genau. Das dann auch und ist alles eingezeichnet? Stimmt das, genau, richtig. Und das ist jetzt auch Mietgerät, das ist ein 320er, was genau. 320 GC. Warum mietet ihr hier an? Um einmal auch in bestimmten Bereichen bestimmte Spitzen abgleichen zu können mit Geräten. Du hast einmal eine Ganglinie, die und die Geräte brauche ich. Kommt aber immer wieder auch mal vor, dass ich sage, ich habe eine Spitze oder sage, okay, für diese Arbeiten brauche ich jetzt ein Mietgerät, habe ich jetzt nicht da. Ich habe jetzt über 2-3 Monate die und die Arbeiten, das mache ich mit dem Mietgerät, weil ich das jetzt nicht auf dem Hof zu stehen habe zum Beispiel. Ja. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Der jetzt hier, den haben wir jetzt länger da, weil wir eben solche Arbeiten hier machen. Sachen rausbauen, Sachen vorbereiten, sei es jetzt in dem Baufeld oder 500 Meter weiter. Und die kommen jetzt auch direkt aus Hamburg, von der Niederlassung von Zeppelin? Die sind meines Wissens direkt aus der Niederlassung hier in Hamburg, ja. Das ist relativ schnell immer. Kann man anrufen, das und das Gerät brauche ich. Auch andere Geräte, die ein bisschen spezieller sind. Wir haben also auch kleinere, wenn wir kleinere Arbeiten haben. Die 3-Tonner haben wir schon gesehen. Ja. Solche, die haben wir dann hier sicherlich auch noch da, ne, in dem Bereich. Du bist Bauingenieur. Ja, ich bin Bauingenieur, richtig. Wo war so deine Idee, Fachrichtung? Ich hatte immer das Glück, dass ich eigentlich immer von Anfang an so eine Baustelle mitmachen durfte. Das heißt, von der Baufeldfreimachung mich auseinandersetzen musste, auch mit den Leitungsumverlegungen. Das haben wir jetzt hier in Hamburg nicht im Auftrag. Das hat größtenteils die Hochbahn selber gemacht. In den Projekten, wo ich vorher war, da war das so, dass das bei uns alles damit drin war. Und als Bauleiter oder Projektleiter bist du dann ja oben drüber und kriegst dann von
allem was mit und den gesamten Schwierigkeiten, die es da gibt, die man so als Außenstehender gar nicht so mitbekommt. Und das macht es eigentlich das Spannende in dem Beruf. Also gerade hier in dem Bereich Infrastrukturbau, Tunnel. So, und da haben wir schon das zweite Gerät. Auch ein GC, auch 320. Genau. Dahinter, der Entsandungsanlage von der Schutzwandeinheit, ist der ehemalige Sportplatz von der Schule. Das ist aber schon in der Planfeststellung so drin, dass der während der Bauzeit zur Verfügung gestellt wird, sodass wir dann dort Materialien ablagern können, eventuell einen Aushub zwischenlagern können. Der muss beprobt werden, dann ist diese Analyse da, erst kann ich ihn abfahren. Alles, was wiederverwertbar ist, das ist dann meistens Sand, der wird wieder eingebaut. Da vorne sehen wir Schlitzwandgreifer, ne? Oder? Genau, da ist ein Schlitzwandgreifer, der hängt dort genau gerade schön am Haken. Ne? Fängt er da gerade jetzt an? Da fängt er gerade eben erst an, richtig. Das heißt, die Schlitzwandherstellung erfolgt immer so, dass eine Leitwand da ist. Das ist eine Betonwand, damit der Schlitzwandgreiferfahrer genau weiß, okay, hier muss ich runter und man hat ja auch bestimmte Toleranzen einzuhalten. Wie kommt denn diese Leitwand dahin? Die Leitwand, die wird ausgehoben, beispielsweise mit dem Bagger, den wir vorne gesehen haben, von Zeppelin, wird ausgehoben. Dann kommt ein anderer Nachunternehmer, der uns die Betonwand da reinbaut. Das ist einfach eine Schalung. Der erstmal unten das Fundament herstellt, dann die Bewährungseisen drin hat, dann eine Matte reinstellt, Schalung ran und dann mit Beton rein. Und der war schon hier vor einiger, also der vor kurzem? Der war schon, jetzt diese Wand, die ist schon seit einem halben Jahr hier drin. Okay. Also wir versuchen immer sehr viel Vorlauf zu bekommen, damit wir mit dem Schlitzwandgreifer nicht stehen. Das heißt, der muss eigentlich komplett durcharbeiten, ne? Weil kostet ja auch kostet so eine Maschine. Auch. So ist es. Willst du nicht rumstehen haben. So ist es. Aber guck mal hier, da vorne, ne? Ist eine Rüttelplatte, ist auch von Zeppelin Rental. Also es geht ja nicht nur um große Geräte, es geht auch um Kleingeräte. Es geht um, richtig, genau. Ne? Ich habe jetzt, wenn ich jetzt ausgehoben habe, mache jetzt einen Graben, die Schlitzwand, die ist 80 breit. Dann habe ich dann die Leitwand, die ist nochmal 10 bis 15 breit und ich habe den Fuß unten, der ist auch nochmal 50. Also habe ich 1,80 Meter, dann muss ich ein bisschen Arbeitsraum, habe ich 2 bis 2,20 Meter, den ich erstmal einen Graben herstellen muss. Da habe ich einen relativ großen Graben, den muss ich wieder zumachen. Und dementsprechend muss ich natürlich das Material, was ich dann wieder anfülle an den Seiten, verdichten. Und das geht dann, weil es halt ein Graben ist, dann auch nur mit einem relativ kleinen Verdichtungsgerät, hier mit so einer Rüttelplatte zum Beispiel von Zeppelin. Wie tief wird er diese Schlitzwand machen? Die wird ungefähr 20 Meter tief. Krass. Deswegen brauchst du ja auch so ein abgefahrenes Gerät, was zwar hier unten aussieht wie eine Baggerschaufel, genau, aber oben ein Seilbagger ist, damit du überhaupt diese Tiefen erreichen kannst. Weil mit keinem normalen Hydraulikbagger kommst du ja einfach mal so straight 20 Meter runter. Nur bedingt. Es gibt so Teleskopbagger. Teleskopbagger, ja. Die haben wir auch im Einsatz. Ja, die sind ja dann so und dann gehen die so. Genau, aber die gehen dann, also den wir jetzt hier im Einsatz haben, wenn ich mich nicht täusche, ist von Nachunternehmer. Der Nachunternehmer ist in Norddeutschland einer der einzigen, der Pi mal Daumen, glaube ich, bis 25, 30 Meter runterkommt. Was ist jetzt in den Silos hier drin? Diese Silos, da ist Zement drin, um die DSV-Sohle, die Abdichtungssohle herzustellen auf Unterkante von der hergestellten Schlitzwand. Auch ungefähr in 20 Meter Tiefe. Und was eben diese Arbeiten alle gemein haben, ist, dass mit sehr viel Wasser gearbeitet wird. Ne? Was macht er denn da jetzt zum Beispiel? Das, was ich in die Erde reinbringe mit hohem Druck, kommt durch den Bohrkanal teilweise wieder nach oben. Und das muss ich dann abpumpen in ein Erdbecken, das angelegt wird. Da härtet dann die Zementsuspension über Nacht aus, dass ich sie dann am nächsten Tag abfahren kann. Das ist roundabout, das, was in die Erde unten eingebracht wird, ein- bis zweimal so viel, was oben hier wieder rauskommt. Und da haben wir ein weiteres Gerät von Zeppelin am Start. Auch wieder ein 303. Ja, das ist ein kleineren, der dann eben die Pumpe hält. Das ist ein 308, ne? Alles so kleine Nebenarbeiten, die auch anfallen, wo man dann auch ein kleines Gerät braucht. Was man jetzt auch noch mal gut verstehen kann, eben war man in dem fertigen Tunnel, in der fertigen Haltestelle oder Rohbau fertig. Ja, richtig, ja. Und dann hast du ja gar nicht mehr so präsent vor deinem Auge, dass das auch mal richtig schmutzig war. So ist es, ja. Ja, es ist schon ein beschwerlicher Weg, mit dem Spezialtiefbau dahin zu kommen, dass ich das da hinbauen kann, was der Bauer haben will. Das ist sein Tunnel. Ist das eine Injektionslanze? Da ist ein Injektionskopf unten drauf.
Das ist ein Bohrkopf, der drauf ist, der dann rotierend einen Zementteller herstellt. Es gibt einen Einstichplan, wo er mit der Lanze rein muss, wie so ein Häkelmuster, um dann dementsprechend diese Dichtsohle herzustellen. Also darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, dass du vorab wirklich auf 20 Meter Tiefe erstmal so eine Sohle machen muss, so einen Deckel in Anführungsstrichen. So eine Geschichte hier, das ist genau jetzt. Ah, jetzt kommt das die Lanze. Da. Genau, die Lanze bzw. der Düsenkopf. Ist das jetzt Restdruck, der da rauskommt? Das ist jetzt der Restdruck, genau. Ne? Das wird auch hier mit Wasser gespült bzw. Wasser-Zement. Dann über dieselbe Lanze, wenn dann auf der Tiefe ist, Zement mit Pi mal Daumen 400 Bar. 400 Bar? In die Erde reingeschossen. Was ist da vorne? Sind auch wieder Bagger am Start? Ist auch schon Voraushub am Start. Dock 10? Dock 10, ihr genau. Nennt das Dock? Das sind die Haltestellen in der Phase der Baugrubenumschließung. Sind aufgeteilt in Docks. Wir überprüfen dann pro Baudocks, ob das, was wir hergestellt haben, das ist dann wie eine Wanne, ob das dicht ist. Das heißt, da werden dann Brunnen eingebohrt, ein Pegel eingebohrt, mit dem wir den Wasserstand messen. Und dann versucht man dann, den Wasserspiegel zu halten bei 3 Meter. Und dann hochgerechnet auf die Baugrubenumschließung rechnest du dann aus, anhand der Pumprate, ob man das Ziel erreicht hat. Ne? Ist das Baudock dicht oder ist es nicht dicht? Wenn man jetzt hier sich das mal anguckt, das ist doch Berliner Verbau, oder? Das ist Berliner Verbau, so heißt der. Wo wir in Hamburg sind. Ja, richtig. Das ist die Bauweise. Ne? Heißt Steckträger mit einer Holzausfachung. Wir haben auch hier auf der Baustelle Ausfachungsbereiche mit Spritzbeton. Die in dem Bereich, wo wir es nicht mehr schaffen, den Holz auszubauen. Das Holz darf nicht in der Erde bleiben, weil es verrotten kann und Hohlräume entstehen, die ungewollt sind. Deswegen muss es alles wieder ausgebaut werden. Früher hat man es nicht gemacht. Weil ich hatte vorhin schon erzählt über den Bau der Kölner U-Bahn. Ja. Da hatten auch Berliner Verbau gemacht, offene Bauweise. Das heißt, da sind die Holzträger noch drin. Da sind die noch drin. Also die Kollegen in BR1 mit der Erweiterung der U4 wird ja die U2 unterfahren. Die U2, weiß nicht, wann hergestellt wurde. Das war Ende der 60er, Anfang der 70er. Genau. In offener Bauweise. Und da hat man noch in den Außenbereichen den Berliner Verbau angefunden und dann zurückgebaut. Das heißt, das Holz von damals, die Steckträger von damals sind dann zurückgebaut worden. Den Berliner Verbau, den wir jetzt hier sehen, der ist nur auf überhalb der hergestellten Schlitzwand. Das heißt, sind nur die oberen 2 Meter. Den wir dann auch wieder dementsprechend, wenn dann die Haltestelle gebaut ist, aufgefüllt, das Holz zurückbauen, die Träger abtrennen. Ist das ein Kompressor da hinten? Das ist ein Kompressor, richtig. Der auch von Zeppelin rendert. Auch von Zeppelin, genau. Der dementsprechend den Druck auch aufbaut für das Gerät. Jetzt ist ja schon ziemlich dunkel. Wie lange arbeiten die jetzt heute noch? Die arbeiten jetzt so Pi mal Daumen bis 18 Uhr. Das hängt immer gerade davon ab, ob man das, was man angefangen hat, dann auch um 18 Uhr zu Ende kriegt. Ja. Es kann immer mal irgendwas sein, ne? Dass sich die Düse verstopft, warum auch immer. Dass eventuell doch irgendwie ein kleiner Findling da ist. Ne? Das ist jetzt, weil diese Lanzen, die sind eigentlich nur dazu da, damit ich in den Boden reinbohre. Also ich kann nicht irgendwie jetzt einen Stein durchbohren oder sowas. Wenn sowas vorkommt, dann muss er rausziehen und umsetzen, sofern es geht innerhalb des Rasters. Wenn es ein größeres Hindernis ist, dann muss man tatsächlich schauen, okay, wir müssen mit einem anderen Gerät her und das einmal durchbohren, damit ich das Raster vervollständigen kann, damit ich eben kein Loch unten reinkriege. Ne? Krass, wie groß das ist. Relativ groß hier auch. Ja. So Mädels, jetzt geht's an die Lost Place Tour. Jetzt werden wir uns nämlich den vergessenen U-Bahn-Waggon von Hamburg angucken. Was ist das? Ach krass, und hier ist jetzt wirklich das ist so ein Notausstieg, wenn du jetzt genau. Ganz normal auf Stecken bleiben sollte oder was auch immer. Richtig, wobei aber natürlich
das Ziel immer ist, mit der Bahn erstmal in eine Haltestelle zu kommen. Ja. Ja? Egal was ist, immer in die Haltestelle reinfahren. Tritt der Fall auf, dass es nicht mehr möglich ist, dann muss natürlich hier rüber entfluchtet werden. Deswegen ist auch eigentlich bei so einer U-Bahn alle 500 Meter hast du immer eine Möglichkeit, irgendwo zu entfluchten. Was jetzt in den neuen Tunnel dann ja auch ist, dass man in den Seitenbereichen einen Rettungsweg hat. Mhm. Ja, hier ist es so, dass du über die Gleise entfluchten musst. Hier für eine U-Bahn, die hat unheimlich viele Türen. Da ist dann eigentlich immer überall, jetzt, was jetzt neu gebaut wird, ein Randweg mit dabei. Entfluchten ist aber auch ein schönes Wort. Wenn ich mich dem Messer um Staub mache, dann sage ich, ich entfluchte mal. Ich entfluchte mal, genau. So ist mit, wo steht der Zug? Doch, Ismet, muss ich sagen, habt ihr schön gebaut. Ja, ne? Ja, sieht gut aus. Luftmessgeräte, die müssen hier vom Gleisbauer aufgestellt werden. Damit messen die die Luftwerte, falls es hier zu eben Emissionen geht, halt Rauch, Gas, was auch immer. Okay. Damit die dann halt ein Warnsignal bekommen, so jetzt müssen wir aus dem Tunnel raus. Hier hast du auch wieder die Stützen. War dann auch hier wieder der Teleskopstapler, der... Genau, elektrische Meerloch im Einsatz, genau, und hat dann, mit dem haben wir dann hier die Stützen eingezogen, richtig. Emission ist das eine, aber es ist ja nicht nur hier Abgas, es ist, Emission ist ja auch Geräusch. Und wenn du halt auch hier in so einer Echokammer dann bist, da ist ja auch viel angenehmer. Hier ist jetzt wieder der Übergang zwischen neu und alt. Und wir würden jetzt hier weitergehen, da vorne sieht man so ein bisschen schon die Silhouette vom Zug. Genau. Und das war halt die große Überraschung, ne? Als wir hier den Tunnel aufgemacht haben, dann hieß es, haben wir gefragt, was sind das eigentlich für ein Zug? Mit der bin ich auch noch gefahren, als ich studiert habe. Echt? In den 90ern, ja. Ich kann mich doch kaum noch erinnern. Doch, doch. Der sieht ja aus wie so ein Postwagen oder sowas. Das ist ja nicht, also doch, hier waren mal Sitze, aber die haben die rausgemacht schon, ne? Hier ist auf jeden Fall noch eine gute Radium-Glühlampe. Kommst du hier rein? Das ist schon mal auf jeden Fall das beste Schloss, was es gibt. Ismet, du hast ja gesagt, das wäre so ein Triebwagen, aber das ist ja ein ganzer Zug. Das ist ein ganzer Zug, ja. Den war das zu schade, den quasi verschrotten zu lassen. Und deswegen haben die den hier quasi geparkt. Und das ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Ich mach mal eben Fahrkartenkontrolle. Ja, mach mal. So, bitte einmal die Fahrscheine. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Das ist ja aber schon irgendwie so von der Instandhaltung, so ein Teilelager oder so. Das kann ja auch sein, aber ja. Wie gesagt, die haben hier auf jeden Fall rumgewütet. Bildungsurlaub 1990, Seminare in der DDR und im Ausland. Computer im Betrieb und Alltag, Frauen und Computer. Vom 12.03. bis zum 16.03.1990. Dann reden wir von 32 Jahren. So etwa, ja. So, hier haben wir zumindest HVV-Tarif. 1,10 Mark für eine Einzelfahrt. Ist ja noch im Rahmen, oder? Ach, wie krass. Hier hast du Fahrpedal. Ein Tacho bis 80. Hier ist ein Telefon. Willkommen hier auf der neu gebauten U4, das neue Teilstück. Hier für Sie errichtet in offener Bauweise. Das funktioniert, ne? Ach, und hier hast du, guck mal hier, die Fahrziele. So 20 ist nicht einsteigen. Da muss man doch hier irgendwo drehen. Also ich würde sagen, top in Schuss das Ding, nur Staub wischen müsste man mal. Guck, hier siehst du mal so ein kleines Elektromotörchen. Die haben die peu à peu hier abgestellt, wa? Der ist ja schon rundlich, der sieht aus wie 20er Jahre. Krass. Guck dir das an. Das ist jetzt mal richtig Zeitreise. Jetzt guck dir auch mal an, wie diese Haltegriffe schon korrodiert sind. Da war hier der Fahrerstand. Da musste der Kollege aber auch einen schmalen Rücken machen. So, alter U-Bahn-Plan, steht aber kein Datum drauf, ne? Altes HVV-Logo. Eine neue Chance, Mitarbeiter des Arztes im Krankenhaus. Fragen Sie Oberschwester Gerber. Ja, guck hier, das ist der Arzt. Das sieht doch schick aus. Hier, oder Lünebest Spezialjoghurt. Macht intensiver schlank, macht intensiver frisch. Mode 69. Was will man denn mehr? Das Ding ist von 1969, der ist 69 gefahren.
Ja, hier unten steht HU März 61. Das ist ja wirklich eine Zeitkapsel mit dieser Werbung, ne? Geldregen über Hamburg. Dranbleiben. Einmal klappt's bestimmt. Guck mal, wie geil das auch ist hier, diese Messingstangen. Ey, geil. Tatsächlich sind das hier Holzbänke. Möbel Hesse Einrichtungshäuser. Wir machen zauberhafte Angebote. Wahnsinn. Ja, Freunde, das war das U-Bahn-Bau-Tutorial für Anfänger. Hat mir riesen Spaß gemacht und das war mal wieder so eine Aktion, wo du ja sonst nie hinkommst, in U-Bahn-Schacht auf eine U-Bahn-Baustelle. Und ich freue mich schon, wenn ich dann demnächst mal die U4 genau auf diesem Teilstück befahren kann. Und kommentiert mal unter das Video, wie euch dieser Jobreport gefallen hat. Auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht, dass wir heute noch eine alte U-Bahn finden. In diesem Sinne, tschüss und bis dann.